Hallo bei Keimling Naturkost. Wir wollen heute einen Hummus zubereiten und zwar ein rohköstliches aus gekeimten Kichererbsen und nicht im Mixer, sondern Peter? Ja genau, ich habe da sowas von Bock drauf, weil sowas mache ich eigentlich immer im Hochleistungsmixer und jetzt mal mit einer Saftpresse. Ja und wir werden einfach zeigen, wie das funktioniert. Es gibt Videos dazu im Netz schon, das ist aber mit gekochten Kichererbsen und wir möchten natürlich eine Rohkostvariante anbieten. Na klar. Die muss ein bisschen anders verarbeitet werden. Na, dann bleiben wir gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Dann würde ich auch hier sagen, gehen wir gleich in die Praxis. Ja, wie geht's an Hummus? Wir haben hier nochmal so die Grundzutaten aufgebaut. Wir brauchen gekeimte Kichererbsen. Man kann natürlich auch gekochte nehmen, aber wir möchten gerne eine Rohkostvariante anbieten. Und es gibt ja Stoffe, die in der Kichererbse drin sind und auch in anderen Saaten, die nicht so förderlich sind für unsere Gesundheit. Aber dieser Keimprozess, der sorgt dafür, dass es eben viel besser verstoffwechselt werden kann und dass wir mehr davon haben und dass da zum Beispiel dann auch Enzyme und Vitamine entstehen, die in der trockenen Kichererbse nicht drin sind. Also ganz klar jetzt ein Vorteil gegenüber diesen gekochten Varianten. Dann brauchen wir Sesam klassischerweise. Dann habe ich hier noch zum Würzen statt Salz und andere Gewürze. Ich mag hier Miso. Ja. Miso gibt einen richtig schönen Geschmack, dieses Umami. Fantastisch. Kreuzkümmel gehört dazu und natürlich auch etwas Knoblauch. Ja, und dann habe ich noch eine geschälte Orange und eine geschälte Zitrone klein geschnitten. Ich habe das Ganze hier schon mal reingearbeitet, ne, dass wir das also direkt so dann gleich einfüllen können. Also klein geschnittener Knoblauch, klein geschnittene Zitrone, Orange und so weiter. Vielleicht noch mal ganz, ganz kurz. Es gibt Videos im Internet, wo das gezeigt wird. Hier mit dem Gerät, was Anthony William ja mitentwickelt hat, die MM1500. Und seine Idee war ja, dass man hier noch Zusatznutzen hat durch diesen Püriereinsatz. Also nicht nur entsaften, sondern auch pürieren, zerkleinern und so weiter mit diesem Einsatz. Der muss natürlich in das Gerät hinein. Videos, die er selber gemacht hat, die sehen ein bisschen anders aus als das, was wir jetzt machen. Warum? Weil er arbeitet eben mit gekochten Kichererbsen und da kann ich in einem Durchgang, kann ich die dann gleich weiterverarbeiten. Mit den gekeimten Kichererbsen funktioniert das nicht. Ich habe es probiert. Das verstopft einfach. Das Gerät verstopft. Diese kleine Düse, die er da im Video benutzt, die setzt sich zu. Das heißt, wir müssen zwei Durchgänge machen. Also das ist der Unterschied zu den Videos, die vielleicht schon existieren mit gekochten Kichererbsen, Kichererbsen aus der Dose, selbst gekocht, wie auch immer. Angekeimte Kichererbsen brauchen zwei Durchläufe. Einmal nur mit diesem Püriereinsatz. Ich sollte erstmal den rausnehmen. Ne? Also den Entsaftungseinsatz brauchen wir nicht. Wir setzen den Püriereinsatz hinein. Und wir setzen keine Düse hinein. Also das gibt ja hier eckig und rund. Die brauchen wir nicht beim ersten Durchgang, sondern setzen einfach die Verriegelungskappe davor, auch ohne hier diese Sellerie-Auslassschraube. So, das war schon. Und jetzt machen wir den ersten Durchlauf. Und dann haben wir gleich nochmal einen zweiten Durchlauf und dann können wir mit der Düse arbeiten. Also Maschine an. Das riecht schon sehr, sehr gut hier. Das ist noch kein Püree. Also wie gesagt, wir brauchen zwei Durchgänge. So, ich würde mal sagen, das reicht schon, um das jetzt hier zeigen zu können. Sonst macht man natürlich einmal komplett hier jetzt die Menge durch. So, dann stelle ich das Gerät aus und baue relativ schnell und unproblematisch hier um. Und zwar nehme ich jetzt hier diese breite, eckige Düse, die ich hier ansetze. Und dann verschraube ich das Ganze wieder. So. Und dann geht das Ganze nochmal los. Und schon habe ich eben mein selbstgemachtes Hummus. Und also es schmeckt wirklich wunderbar. Hat auch eine schöne, feine Konsistenz. So, jetzt muss ich hier aufpassen, dass das hier wieder drunter kommt. So, Achtung, ja, hier mit dem Löffel. Der sollte niemals in die Trichteröffnung hineingehen. Da immer mit diesem Stößel arbeiten. Der ist so bemessen, dass er die Presswalze nicht berührt und so keinen Schaden anrichtet. So.
Ja, das ist doch richtig schick. So wünsche ich mir einen Hummus. Ja, schön weich, alles schön zerkleinert. Ich probiere mal. Richtig, richtig gut. Ja, und wenn man so einen Hummus selber macht, ist man ja auch völlig frei. Wer keinen Kreuzkümmel mag, lässt den Kreuzkümmel weg. Oder wer ganz ohne Salz auskommt, ohne Gewürze. Aber finde ich eine super Mischung. Auch diese leichte Säure. Also ich bin zufrieden. Und ich freue mich natürlich, dass ich jetzt hier die vollen Inhaltsstoffe mitnehme, weil ich angekeimte Kichererbsen benutzt habe. Übrigens, das sind Kichererbsen, die 3 Tage angekeimt worden sind. Da sind schon diese kleinen Pflänzchen relativ lang. Also es reicht eigentlich, wenn dieser Spross, der sich bildet, nicht viel größer ist als die Kichererbse selber. Also nach 1-2 Tagen könnte man dann das schon umsetzen, dieses tolle Rezept. Dranbleiben, ja? Und bis zum nächsten Mal. Ciao.